Ein wunderschönes Hallo zu Through the Woods beim Shake Simulator 2000. Wir haben immer noch unseren netten Freund hier vor der Hütte, beziehungsweise vor dem kleinen Durchgang. Ich musste leider auch beim Save Point starten. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt, aber diese schönen Steine, die da vor sich hinleuchten, sind tatsächlicherweise Save Points. Nachdem beim letzten Mal ja das Spiel abgeschmiert ist, wusste ich es eben nicht. Da sind wir in der Hütte gestartet wieder, also im Haus am See direkt. Und jetzt, bin ich dann bei diesem leuchtenden Stein gestartet. Ist weil nicht weiter schlimm. Ich verhaspel mich gerade die ganze Zeit. Ah, jetzt ist er weg. Weil der Stein ja nicht so weit weg war. Was mir aber aufgefallen ist, was ich beim ersten Mal total missachtet habe, ist, dass die Steine scheinbar absichtlich geformt wurden. Also manche Steine, die hier rumliegen, haben eine doch sehr deutlich zu erkennende Form. Und ich weiß nicht, ob die uns sogar schon hier auf diesen netten Gesellen, ja, vorbereitet hätten oder gewarnt hätten, wenn wir es wahrgenommen hätten. Ich weiß nicht, ob wir nochmal dahin kommen. Ich versuche einfach mal dahin zu kommen. Nur leider hüpft da ja der Kollege da vorne rum. Letztes Mal hatte ich ja den Plan geäußert, wie wir an dem vorbeikommen. Und das werden wir auch probieren. Ich werde jetzt aber erstmal probieren, hintenrum durchzukommen und zu hoffen, dass wir zu diesen Steinen gehen. Ich möchte es nämlich gerne nochmal zeigen, weil ich das doch schon, ja, bemerkenswert fand. Im wahrsten Sinne des Wortes, man sollte es mal bemerken. Und wenn man es gesehen hat, gibt es einfach nochmal eine schöne andere Note dazu. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht durch den Wald latsche und jeden Stein angucke und hoffe, dass da irgendwie ein Bild zu erkennen ist. Wie er hier, E.T. Nein. Aber bei diesen zwei Steinen war es dann doch, also zwei waren es in der Zahl, war es doch sehr deutlich. Und ich fange schon an, jeden einzelnen Stein anzugucken. Das ist ja schlimm. Gut, machen wir mal die Taschenlampe aus. Licht ist genug da. Und ich hoffe, dass wir dann den netten Kollegen von drüben nicht zu sehr aufschrecken. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Und wir horchen mal rein, ob der irgendwo ist. Ah, im Hintergrund hört man ihn stöhnen, aber vielleicht kommen wir dran vorbei. So. Da hinten leuchtet was. Ich hoffe, das ist nicht sein helles Auge. Nanu. Sind wir da durch eine Pfütze gelaufen? Toll, jetzt auch ein nasser Schuh. Ja doch, ich glaube. Schade. Lauf, 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 lauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir wieder zurück reinkommen in die Höhle. Geschweige denn, wo die ist. Oje. Haben wir einen abgehangen? Wir haben scheinbar abgehangen. Okay, er folgt uns also nicht. Unendlich. Ach Mist, jetzt kommen wir nicht an diese Steine ran. Ich hätte sie gern gezeigt. Und wir müssen ja auch wieder. Ja, ach mei. Wir müssen ja auch wieder da reinkommen, wo wir jetzt gerade rausgekommen sind, wo wir auch in der letzten Folge reingekommen sind. Um dann. Oh, da steht er. Er putzt sich ein bisschen. Ach nee, er genehmigt sich einen kleinen Trink. Ups. Ich komme mal nirgendwo. Ah, hier war der hohle Baum. Und da sind wir ja das letzte Mal. Genau. Ja, sehr schön. Gut, dann wissen wir, wie wir zur Not wieder in die Höhle kommen. Das ist jetzt ärgerlich. Ach, Mensch. Da hinten sind wir ja nicht weitergekommen. Ups. Ich dachte, er wäre schon wieder weggelaufen. Hoppala. Uiuiui. Wie weit kommt er rein?
Hier scheinbar nicht. Dann probieren wir nochmal schnell nach vorne durchzuhasten. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier irgendwie einfach zufällig rumläuft oder ob der... ob das mit unseren Bewegungen zusammenhängt. Sprich, wenn wir bei der einen Öffnung rausgehen, dass er dann irgendwo anders wartet. Oder wie auch immer. Und ich weiß eben nicht, ob die Taschenlampe ihn anlockt. Also das wäre nur logisch, wenn da irgendwie so ein leuchtender Glühwurmkäfer da rumeiert, dass man da auch eher getriggert wird. Ich bin gerade ruhig, um zu hören, ob er noch irgendwo sein Klagelied an die Welt anstimmt. Eigentlich müsste er jetzt eher links von uns sein. Ist er nicht. Hm. So, ja, gut. Ach, hier ging es nicht lang. Ich war, ja, mach mal. So. Ich glaube, es ging. Nein, da ging es doch auch nicht lang. Es ist so verwirrend. Da ist er doch. Das meinte ich doch. Oder? Diesen Klopfstein. Doch. Genau. Das ist mir irgendwie einfach nur beim Vorbeilaufen aufgefallen. Wenn man... ja, es zulässt, dann ist das hier ein Arm, der angewinkelt den Kopf hält. Also hier unten der Ellenbogen, der Unterarm, da eine Hand, ne, mit den Fingern. Und da hält sich irgendwas den Kopf. Das Gesicht sieht man leider nicht ganz so gut. Aber wenn man rumgeht, hat man sogar, ja doch, irgendwie den gebeugten Kopf. Und hier hat man sogar noch den anderen Arm. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich habe es zumindest so gesehen. Und das ist ja immer das, wenn man irgendwas irgendwie mal gesehen hat, dann sieht man es immer wieder genauso wie diesen Echsenkopf hier. Ein gelbes Auge, wo jetzt gerade der Schatten von der Taschenlampe reinleuchtet. Hier unten die Zähne, da vorne die Schnauze. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Wirkt aber auf jeden Fall cool. Gut. Er hätte jetzt an uns vorbeikommen müssen, wenn er da hinten wäre und zurückgegangen ist. Ich befürchte jetzt, dass wenn wir hier hochgehen, er dann irgendwie resettet ist und wieder da oben rumlungert. Und ich weiß nicht, ob wir so an dem vorbeikommen. Hallo? Ist da wer? Hat auf jeden Fall jemand eine Kerze angemacht. Hm, wir kommen schon mal weiter als das letzte Mal. Okay, sicher und tödlich. Wir nehmen auf jeden Fall tödlich. Nein, das andere ist durch. Na, ach, jetzt geht er mal wieder zurück. Nee, es wurde weggekratzt. Fußwick, waren wir da nicht schon? Das andere wurde weggekratzt. Hm. Also nehmen wir doch tödlich. Gut, ja, nee, wir gehen dahin, wo es weggekratzt wird. Das sieht nach mehr Stimmung aus. Auch wenn ich die Entscheidung schon bereuen werde. Aber gut. Geht das jetzt hier runter, also in denselben Weg? Mensch. Ich glaube nicht. Da hat der Baum die Rinde verloren vor Schreck. Na, ich lasse die Taschenlampe mal an. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das bei YouTube aussieht, beziehungsweise auf euren Bildschirmen zu Hause dann. Ist ja dann immer die Frage. So sehen wir ein bisschen mehr. Und das ist vielleicht ja auch gar nicht schlecht. Cool, ja, ich gucke hier gerade die ganze Zeit, ob wir irgendwie einen Hinweis, ein Collectible oder irgendwas haben.
Wir suchen ja immer noch unseren. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie er heißt. Sie hat das am Anfang einmal, glaube ich, erwähnt, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wurscht. Unseren Spross. So, hier haben wir wieder so eine. Ja, doch, schicke Tür. Hätte ich auch gern. Ne, so eine fette Tür und dahinter dann irgendwie so ein 9 Quadratmeter Zimmer, so eine Wohnung. Wir können da irgendwie. Na, durchgucken, aber auch nicht so richtig. Wir können damit nichts machen. Licht aus, können gar nichts machen. Kommen wir wohl nicht durch, oder noch nicht? Interessant. Gut, also das ist schon mal der falsche Weg. Ich bin so leicht nervös, deswegen hier die ganze Zeit rede. Aber gut, dann wäre es auch sonst leise und dann, ja. Naja, gut. Es ist vermutlich auch die Uhrzeit ein, weil ich nehme schon wieder relativ spät auf. Vor müde kommt blöd, heißt es so schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Weg zu dem ausgekratzten Ort schon war. Oder nur so ein Seitenpfad. So. Da ist. Ist das wieder die Kerze? Nein, das ist eine andere Kerze. Gut. Dann nochmal hier. Da ist wieder. Der schicke Mond. Ja, was soll das? Dann befinden wir uns scheinbar echt nicht mehr auf der Erde, wenn das da so ein Mond ist, oder? Also, ich habe den Mond so noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob wie es euch geht. Aber ich kenne ihn leicht anders. Ach, schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwie das Wasser reflektiert aufgrund unserer Taschenlampe. Das ist leider nicht mit drin. Wäre schön. Gut, in dem Tümpel waren wir auch noch nicht, oder? Gut, ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu leise rede. Sonst hört man mich ja nicht. Irgendwie logisch, aber doch erstaunlich. Ich rede so ein Blödsinn, ey, was ist denn gerade los? I know how it sounds, but it's true. All of it's true. I can't explain it. I can hardly believe it, but it happened. The moon. When I was young, I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born. I remember they didn't look like the people I thought I knew. There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil, and I knew these pictures weren't for my eyes. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. I was intruding on something secret, and I didn't belong there. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Da hat sie doch selbst eben schon gesagt, dass sie irgendwie Verbindungsprobleme zu ihrem Sohn hat und sagt jetzt da, dass das. Dass sie nicht nur Verbindungsprobleme zu ihrem Sohn hatte, sondern quasi auch zu ihren Eltern. Oder diese zu ihr. Man weiß es nicht. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass dieser Text getriggert wird, wenn man den Mond am schlechtesten sieht. Ich weiß nicht, ob man einfach auf derselben Höhe sind und quasi da unten der Trigger auch funktioniert hätte, wo man dann vielleicht eine bessere Sicht auf den Mond hat. Aber hier ist doch echt schon merkwürdig. Was anderes, was ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, wenn wir uns so langsam hier rumdrehen. Achtet mal auf die Berge. Blub. Der eine verschwindet. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ist halt hier Mystic Island, ne? Also das ist alles Magie. Aber doch leicht merkwürdig.
lassen wir es einfach mal so stehen. Nur es ist Magie, soll so sein. Warum wir getriggert werden, wenn der Mond da hinter den Bäumen ist, verstehe ich trotzdem nicht. Aber gut. Der wandert ja auch nicht. Das wäre jetzt komisch, wenn die jetzt hier so einen Mondzyklus drin hätten und dann irgendwie beim Programmieren, wo sie den Trigger hingebaut haben, der Mond irgendwie ganz anders da war. Das kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Aber gut, nicht so viel meckern. Weiterspielen. Sowieso sowas. Meckern ist ja so einfach. Besser machen muss man es, ne? Oder Lösungsvorschläge anbringen. Oder keine Ahnung. Aber meckern ist so einfach. Ja, ihr merkt, ich gucke jetzt jeden blöden Stein an. So, also hier waren wir hier. Ich wollte nur gucken, ob wir... Daumen hoch. Jetzt sieht man doch überall alles. Ich wollte nur gucken, ob ich hier nichts übersehen habe. Irgendein Collectible wieder, Blinker oder irgendwas. Die der gute Joseph war es, glaube ich, verloren hat oder abgelegt hat. Das wissen wir auch noch nicht. Gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Sieht auf jeden Fall schön aus. Auch wenn sich es bis jetzt noch nicht abwechselt, großartig. Ne? Also das sieht jetzt genauso aus wie eben. Die Stelle ist auch nur logisch. Sind ja auch nicht so weit gelaufen. Na komm. Ach ja, so ein kleines... Ja. Oh, kann man da runter irgendwie? Das sieht interessant aus. Der Weg führt uns jetzt irgendwie hier hoch. Ich versuche mal, ob man... Ach, tatsächlich. Witzig. Oh. Ui. Eben als wir so ein Lagerfeuer hatten und Kerzenschein und so weiter, kam irgend so ein Biest um die Ecke. Wir gucken es uns mal an. Naja, nur mal kurz schauen, ob hier irgendwas ist. Jetzt stecken wir hier voll im Baum drin. Na toll. Und ist da eine Kerze drin oder was? Ui. Richtig einladen sieht das auch nicht aus. Hätten sie sich mal mehr Mühe geben sollen. Also, kommt hier vorbei als Tourist, will sie ein bisschen die Umgebung erkunden, dann stellen sie sowas dahin. Hm. Na ja, cool. Gut, aber hier unten scheint es dann doch nicht weiterzugehen. Ich dachte gerade, wir können hier reinhüpfen und springen. Das ist mir gleich schon kalt geworden. Und zum Glück sind wir nicht hängen geblieben. Das war der zweite Gedanke. Nicht so wie in der Folge, die niemals erschien. So, jetzt sind wir wieder... Genau, sind wieder hier oben. Sehr gut. Ich muss gucken, dass das hier nicht zu wackelig wird. Ne, also wenn es zu wackelig wird, sagt gerne Bescheid, dann versuche ich ein bisschen langsamer zu laufen. Hm, Wind. Komm mal da echt nicht hin. Nee, das war nur so eine Insel, ne? Da war Wasser dazwischen. Hm. Stein. Das ist auch nichts. Ich habe gerade nur geschaut, ob ich irgendwie einen Höhleneingang finde oder irgendwas. Hinten ist aber leider nichts. Hm. Ja, man muss ja auch nicht in jedes Loch gucken. Ich weiß, ist okay. Kommt man da hoch? Ja gut, Totem da, dieser leuchtende Kollege, stand jetzt wohl eher ohne Grund da, beziehungsweise Atmosphärengrund.
Ist ja auch okay. Lass ich noch gelten. Ah, Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich jetzt gerade... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, dass da irgendwie jetzt auf einmal nichts mehr kommt. Broken Moon. Witzig. Hm. Nee, das ist einfach nur ein Stern, der da per Zufall an der Kante hängt. Okay. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ich wollte gerade sagen, ja, dass sich es irgendwie nicht großartig abwechselt. Ne? Eben hat man den fetten Troll, wo man da irgendwie jetzt gerade davon gekommen ist, gerade so. Und dann schlendert man jetzt einfach wieder munter rum und es kommt nichts. Aber da kam jetzt ja gerade die Hütte um die Ecke. Schauen wir da doch mal rein. Ich guck gerade, ob irgendwas um die Ecke huscht. Die Musik setzt ein. Eine Bank, auf der niemand sitzt. Voll verkackt gerade wieder. Ja. Da war jemand etwas ungehalten. Das kann man nicht mit normalem Zerfall erklären, dass der Tisch da auf der Seite liegt. Aber das ist cool, dass da die Metallnägel, ich denke mal, es sind Nägel, glänzen. Andererseits merkwürdig, weil die schon lang eher so aussehen sollten wie der gute Kollege hier. Da mal wieder was zum Lesen. Was ein Spaß. So. This said, no can lurks in the waters near here. Can't say I been one for such fanciful stories for yesterday. Fluffing to done. Saw a small grassy hill hawk resting in the water. The lake's usually smooth as glass, so I rubbed my eyes and looked again, and by the gods, I swear I saw a pair of eyes staring out at me through the tangle. Mhm. Shuttle. Ich lese das jetzt nochmal kurz. Also wohl irgendeine Kreatur im Wasser. Said you can rid yourself of Noken if you speak its name. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Musik setzt ein. Gibt es irgendeine Kreatur im Wasser, wo wir jetzt natürlich hingehen. Und wenn wir gefangen sind, müssen wir seinen Namen sagen. Dann lässt es uns wieder los. Die Rede war von zwei leuchtenden Augen. Und was sehen wir gerade hier? Oh. Oh. Ich möchte wissen, was es ist, aber ich möchte nicht gleich weggeschnappt werden. Lampe? Ich weiß nicht, ob es jetzt da drunter hatte, aber eigentlich. Oh, gut. Gehen wir mal hier rum. Von der Seite, ob man das ein bisschen besser sehen, das gute Vieh. Schön, dass es extra auf uns gewartet hat. Gut, es könnte uns dann nicht wirklich wegschnappen. Lass uns nochmal hingehen, vielleicht wird dann irgendwas getriggert. Da ist schon eine Lampe.
Die hängen da auch schon etwas länger. Und sind ordentlich flach. Naja, gut. Ja, interessant. Ja, zu dem Lesen. Wenn ich es weiter probieren soll, es vorzulesen, sag doch einfach mal Bescheid. Also, soll ich da eben die Pause lassen, dass ihr es lesen könnt? Soll ich es vorlesen? Gebt da einfach mal einen Comment ab, auch wenn ich nicht... Ja... Ich weiß halt nie, wie es sich anhört. Also, einfach mal Bescheid geben, was ihr besser findet. So, da haben wir die Hütte. Da hinten leuchtet es. Links leuchtet es. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Da liegt ein Schild. Ich hoffe, wir brauchen es nicht. Mitnehmen werden wir es eh nicht. Nö. Das war jetzt gerade schon schön, die Insel, die dann einfach so weggesunken ist. Hallo? Ist da wer? So riesige Türen. Totale Verschwendung. Hm. Oh! Ich merke gerade, diese gute Folge hat Überlänge. ich war jetzt gerade schon so gefesselt vom Spiel. Aber hier haben wir jetzt gerade einen guten Punkt erreicht. Wir sind in der zweiten Hütte. Ja. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Da hinten war jetzt ja noch was zum Leuchten. Ich weiß nicht, ob wir hier was looten können. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.